Guten Morgen aus Bangkok und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade an der BTS-Station Saladeng und werde von hier aus gleich den Skytrain zur Station Victory Monument nehmen. Und dort gibt es die wahrscheinlich günstigste Nudelsuppe in ganz Bangkok. Und da werden wir jetzt mal hinfahren und schauen, wie viele Portionen ich davon essen kann. Ich bin jetzt gerade 2 Stationen gefahren, muss jetzt hier nochmal umsteigen und einen anderen Zug nehmen, da die Linie eben hier endet, beziehungsweise es geht noch eine Station weiter, aber von hier aus komme ich nicht nach Victory Monument. Ich bin jetzt inzwischen bei der Station Victory Monument angekommen und ihr seht schon, das ist einer der Verkehrsknotenpunkte hier in Bangkok. Ich treffe mich jetzt hier auch gleich mit einer Freundin, die wird mir heute noch ein bisschen beim Filmen helfen, da meine Freundin arbeiten muss. Deswegen habe ich heute einen Ersatzkameramann organisiert, beziehungsweise eine Kamerafrau. Und ich hoffe, sie ist pünktlich, ist eine Thailänderin. Die haben es nicht so ganz mit der Pünktlichkeit. Die haben gesagt, wir treffen uns um 10. Jetzt ist es 10 vor 10, von daher schauen wir mal, noch kann sie pünktlich kommen. Auf jeden Fall, hier rundherum gibt es eben diverse Shops, die Suppen bzw. Nudelsuppen für 10 Baht verkaufen. Und das sind umgerechnet weniger als 30 Cent. Und zu solch einem Shop möchte ich mit euch dann gehen. Ja, kurzes Status-Update. Ich bin jetzt inzwischen seit einer halben Stunde hier. Angeblich ist sie auch schon hier. Ich habe ja auch schon meine GPS-Daten geschickt, wo wir uns am besten treffen, an welcher Straßenecke ich stehe. Und ja, sie meinte eigentlich schon vor über 20 Minuten, dass sie hier hinläuft, weil sie angeblich auch schon da ist. Aber so ist das, wenn man sich mit Thailändern trifft. Vielleicht heißt es auch, sie geht daheim los oder keine Ahnung. Da muss man immer mit einplanen, dass man auch mal eine Stunde, wenn man Pech hat, sogar 2 Stunden wartet. Aber ich habe mir einen Drink geholt und mache mir es hier gemütlich. Und dann gucken wir mal, wann bzw. ob wir uns heute noch überhaupt treffen. Wenn es zu lang dauert, ziehe ich einfach alleine los. Und dann, ja, tue ich ein bisschen improvisieren mit den Filmen. So, wir sind jetzt angekommen. Gute Nachrichten, Restaurant haben wir gefunden. Allerdings ist es ein bisschen teurer geworden, kostet jetzt 12 Baht bzw. 14 Baht, sind aber immer noch 35 Cent, also super günstig. Wir haben jetzt mal 5 hiervon bestellt, 5 hiervon und 5 hiervon, also insgesamt 15 verschiedene Nudelsuppen. Mal schauen, ob ich die schaffe, aber ich habe ja noch Verstärkung mit dabei. So, ihr seht schon, 15 Nudelsuppen haben wir hier. Dazu haben wir noch so ein bisschen Schweinekruste bekommen. Muss man natürlich auch noch dazu nehmen, wenn man schon mal hier ist.
mir übrigens 25 Nudeln bestellt. Ich krieg noch eine Pepsi dazu, aber das ist ja dann doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber ich probiere jetzt einfach mal, fang mal an mit Nummer 1. Ihr seht schon, der Stapel wird langsam voll. Ich habe 10 Nudelsuppen gegessen. Ich kann jetzt nicht mehr essen. Ich bin jetzt raus. War aber trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe mal in einem Restaurant nebenan gegessen. Die hatten zwar auch die relativ günstigen Portionen, aber die waren eben geschmacklich nicht so gut. Hier waren sie jetzt sehr gut, aber man sieht, die Suppen sind auch ein bisschen kleiner als eine normale Suppe. Das heißt, man schafft auch mehr, aber 10 war jetzt doch ganz schön viel. Hier nochmal das Restaurant. Ich werde es euch aber auch nochmal verlinken unten in der Videobeschreibung. Mal schauen, vielleicht finden wir noch irgendeinen kleinen Snack jetzt und dann war es das auch schon wieder. Aber ich glaube, in der Gegend gibt es so viel Essen, da finden wir bestimmt noch irgendwas Kleines. So, bei mir ist es jetzt noch eine Wassermelone geworden. Ist doch ein bisschen gesünder, aber ich glaube, das war's für heute auch schon. Ich lasse es mir jetzt schmecken und beende das Video an der Stelle schon. Heute Abend gibt es übrigens nach Phuket, aber das wird ein neues Video. Also dir vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.